Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Heute geht es um Takios Katana und ja, wir können sie endlich im Zombie-Modus verwenden. Alles, was ihr dazu tun müsst, ist eigentlich mehr oder weniger die ersten 5 Schritte des Haupt-Easter Eggs machen. Und zwar müsst ihr als erstes die Grabsteine anschließen und dann das erste, zweite und das dritte Audiotape bekommen. Und wenn ihr das habt, dann müsst ihr nur noch Sophia mit Energie versorgen, damit Sophia eben den Teleporter mit Energie versorgt. Und wenn ihr bei diesem Schritt seid, also dass ihr endlich in den Teleporter auf Kino gehen könnt, ja, dann könnt ihr etwas machen, damit ihr Takios Katana bekommen könnt. Wenn ihr nicht wisst, wie diese Schritte funktionieren, schaut in meinem Main Easter Egg Tutorial nach oder diese Schritte habe ich auch alle einzeln nochmal langsam und ausführlich erklärt auf meinem Channel hochgeladen. Links dazu findet ihr in der Beschreibung. Ja, alles was ihr jetzt machen müsst, ist, ihr müsst nach Spawn gehen. In Spawn seht ihr, dass da so ein Auto steht, also so ein kleiner alter Pickup Truck in Anführungszeichen und auf der linken Seite passt dann das linke Licht. Ganz wichtig ist, wenn ihr das macht, ihr müsst dieses Licht aufnehmen. Sobald ihr dieses Licht aber aufgenommen habt, ihr seht das unten rechts in euren Anzeige, wenn ihr das Licht aufgenommen habt, ihr darf euch kein Zombie schlagen. Denn wenn ihr das aufgenommen habt und der Zombie euch schlägt, dann ist es verloren und ihr könnt es nicht nochmal aufnehmen. Also ihr habt nur einen Try, um das zu schaffen. Ja, sobald ihr das Licht aufgenommen habt, lauft einfach in den Teleporter drüber und teleportiert euch in den Raum, wo die Kinder gespielt haben. Und was ihr jetzt machen müsst, ihr müsst einfach zu dieser Box an der Seite hingehen, wo so ein Fragezeichen drauf ist. Oben in der Regal ist eine Spieluhr und rechts darauf steht auch noch eine Kerze, also könnt ihr nicht verfehlen. Und drückt einfach Viereck zum Aktivieren. Und dann seht ihr, dass jetzt dieser glühende Lichtball dort herumfliegt und in diese Box geht. Und somit habt ihr nun eure Katana aktiviert. Wenn ihr jetzt zu Shangri-La zurückgeht, dann seht ihr dort, wo ihr eigentlich auch die Waffen für die Speedrun-Wettbewerbe bekommt, seht ihr nun, dass ihr die Katana kaufen könnt. Und zwar kostet das Ganze nur 500 Punkte. Wenn ihr die kauft, nehmt ihr dafür aber, also die nimmt einen Waffenslot ein. Also passt auf, welche Waffe ihr in der Hand habt, denn ihr werdet, was ihr in der Hand habt, dann natürlich verlieren. Ja, aber die Katana ist noch nicht mal die Oberkrönung von diesem Little Easter Egg. Nein, da gibt es noch viele andere Sachen, die sich jetzt verändert haben. Und zwar, wenn ihr an die Box geht, bekommt ihr jede Waffe, die ihr aus der Box rausnehmt, nun verbessert, also geupgradet. Sogar die Little Arnies, whatever. Mit den Wunderwaffen konnte ich es nicht ausprobieren, weil wir die im Spiel bereits in der Hand hatten. Aber alles andere bekommt ihr geupgradet. Und das ist noch nicht mal alles. Und zwar, wenn ihr an die Wand geht und eine Wandwaffe kauft, dann bekommt ihr die auch schon geupgradet gekauft. Also richtiges OP Easter Egg. Und wir haben dann ein bisschen weiter gespielt, um zu sehen, wie lange die Katana killt. Auf 30 hat sie immer noch gekillt. Ich weiß natürlich nicht, wie lange sie killt. Vielleicht killt sie unendlich, wenn ihr die Katana macht und weiter aus 30 spielt oder weiter aus 50 spielt. Es wäre richtig nice, wenn ihr mir das in die Kommis haut und mir sagt, ob die noch killt oder wie lange sie killt. Ja Leute, das war's zu dem Easter Egg. Fragen wie immer in die Kommis. Ich bedanke mich wie immer fürs Gucken meiner Videos. Über ein Abo und Like würde ich mich sehr freuen. Neue Revelations Videos sind immer noch auf dem Weg. Ich habe noch etliche Sachen, die ich euch zeigen möchte. Ja, wir sehen uns im nächsten Video und bis dann.